Hallo und herzlich willkommen zu meiner Meditations-Challenge. Ihr werdet in den nächsten 21 Tagen jeden Tag eine Meditation in Videoform von mir bekommen. Ihr könnt diese 21 Videos aber auch als MP3 downloaden. Alles dazu findet ihr unten in der Infobox. Und ich möchte euch heute noch so ein bisschen auf diese Meditations-Challenge vorbereiten. Sie ist geeignet für Leute, die noch nie meditiert haben. Sie ist aber natürlich auch geeignet für Leute, die schon mal meditiert haben und jetzt mit mir gemeinsam meditieren möchten. Denn das sind alles geführte Meditationen von mir. Sie sind alle relativ kurz, weil ich weiß, für Mamas und gerade auch am Anfang ist es halt super gut, wenn die Meditationen einfach ein bisschen kürzer ausfallen, ein bisschen kleiner sind. In diesem Video möchte ich euch noch so ein paar Tipps mit an die Hand geben oder ein paar Worte zu einigen Aspekten der Meditation verlieren. Das eine ist ja immer, wo viele überlegen, ich kann doch nicht an nichts denken. Und es ist auch richtig so. Also die wenigsten Menschen können an nichts denken. Das sind jahrelang ausgebildete Gurus und Yogis, die das eventuell können. Also das passiert, glaube ich, den meisten von uns, dass irgendwo doch mal eventuell ein Gedanke aufploppt. Was mir geholfen hat, ist, an diesen Gedanken nicht festzuhalten. Der Gedanke kann kommen, aber ich muss nicht weiter daran festhalten. Ich muss nicht näher darüber nachdenken, sondern ich stelle mir dann Wolken vor, die einfach an mir vorbeiziehen. Ich lasse den Gedanken zu einer Wolke werden und lasse ihn einfach vorbeiziehen. Das hilft. Also wirklich dann immer wieder bewusst auf meine Stimme, auf die Musik konzentrieren und nicht an diesen Gedanken festhalten. Gefühle sind auch ein wichtiger Aspekt bei Meditationen. Denn da kann so einiges passieren, da kann so einiges hochkommen, da können auch mal Tränen fließen, da kann man wütend werden, da kann man ängstlich werden. Es gibt in dieser Meditationsreihe von mir auch eine Gefühlsmeditation und ich möchte aber sagen, egal welche Gefühle hochkommen, lasst sie hochkommen. Also unterdrückt sie nicht, aber bewertet das auch nicht, bewertet überhaupt nichts, was bei der Meditation passiert. Lasst nur einfach alles geschehen, ohne irgendwie regulierend darauf einzuwirken. Dann ist vielleicht noch wichtig, wie ihr meditiert. Ihr könnt das im Sitzen tun, ihr könnt im Schneidersitz sitzen, ihr könnt im Fersensitz sitzen. Ich mag es gerne im Schneidersitz zum Beispiel. Ihr könnt auf dem Boden sitzen, ihr könnt auf der Couch sitzen, ihr könnt auf einem Stuhl sitzen. Ihr könnt aber auch liegen. Ihr könnt auf dem Boden liegen, auf eurer Couch liegen, auf dem Sofa liegen. So wie das für euch passt, so wie es für euch am angenehmsten ist. Und da kommen wir auch gleich zum Meditationsort. Ich finde es immer super, gerade wenn man mit Meditieren anfängt, dass man es am selben Ort macht, im besten Fall auch zur selben Zeit, weil sich dann Gewohnheiten einfach besser implementieren können, wenn man es zu einer gleichen Zeit macht, am gleichen Ort macht, die gleiche Tätigkeit, meditieren in dem Fall. Wichtig ist halt einfach, dass ihr euch in dem Raum wohlfühlt, dass es natürlich bequem ist, dass es warm ist und dass ihr nicht gestört werdet. Schaut halt, entweder wenn die Kinder schlafen oder wenn eure Kinder älter sind oder ihr nur einen Partner habt, mit dem ihr das absprechen müsst, dass ihr klar kommuniziert, okay, in den paar Minuten möchte ich nicht gestört werden, könnt auch ein Schild draus nochmal an eure Tür hängen oder so. Schaut einfach, wie das für euch passt. Und dann vielleicht noch die abschließende Frage, wann meditiere ich, wie oft meditiere ich, wie lange meditiere ich, so wie das für dich passt. Wann? Also ich meditiere zum Beispiel gern in meiner Mittagspause und abends nochmal. Aber viele meditieren auch super gerne morgens oder vor dem Schlafengehen. Guck einfach, was für dich passt. Wie oft? Schau, was für dich passt. Ich empfehle mindestens einmal am Tag, aber schau einfach, ja, was für dich passt. In den nächsten 21 Tagen bitte täglich. Das wäre so die Idealvorstellung, so wie ich mir das gedacht habe, dass ihr jede Meditation immer an diesem Tag halt macht. Und wie lange liegt auch bei euch? 2 Minuten, 20 Minuten, eine Stunde. Ich meditiere am liebsten so 15 bis 20 Minuten. Mehr ist für mich auch noch nichts, aber ich kenne auch Leute, die gerne so ihre Stunde am Morgen meditieren. Also auch da, guck einfach, was für dich passt. Da bist du völlig frei. Da gibt es keine Regeln oder irgendwas. Schau, was für dich passt. Ja, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit meinen Meditationen. 21 Stück wird es geben, jeden Tag eine neue und ich freue mich sehr auf euer Feedback. Und wie gesagt, wenn ihr das Ganze als MP3 downloaden wollt, findet ihr alle Infos dazu in der Infobox. Viel Spaß jetzt!